Hallo zusammen, mein Name ist Lisa Lauinger, ich komme vom Weinreger und darf euch heute unseren Whisky des Monats vom März 2021 vorstellen. Ja, März, wir haben Frühlingsbeginn, hoffen auf die ersten Sonnenstrahlen des Jahres. Ich persönlich sage, ich stelle jetzt meine ganzen rauchigen Whiskys einmal wieder zurück ins Regal bis zur nächsten Kaminsaison und freue mich jetzt auf was Fruchtiges, auf was Mildes. Und was passt denn da nicht besser als ein ganz klassischer Speyside Whisky? Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt, an der doch auch relativ markanten Flaschenform. Und zwar sind wir diesen Monat beim Cardew 12. Cardew ist auch wirklich eine Destille mit einer schon längeren Geschichte. Ganz interessant, ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich mal wieder das ganz klassische Gründungsjahr 1824 gelesen habe. Dazu muss man wissen, in Schottland wurde 1823 ein Gesetz veröffentlicht, das die Lizenzgebühren für das Brennen von Whisky deutlich günstiger gemacht hat. Ja, das heißt, ich behaupte, dieses Jahr 1824 ist vielmehr das Legalisierungsjahr anstatt das Gründungsjahr von Cardew. Naja, wie auch immer. Cardew liegt, wie gesagt, in der Speyside. Relativ nah entfernt von dem Örtchen Cardew, wo er auch den Namen her hat, bedeutet übrigens schwarzer Fels. Und Cardew ist generell bekannt dafür, wirklich schön fruchtige, milde und einfach unkomplizierte Trinkwhiskys herzustellen. Ganz interessant übrigens dabei noch, dass Cardew ist Teil von Diageo, also gehört zum Diageo-Konzern. Und ist somit auch wirklich ganz wichtiger Bestandteil des bekannten Johnnie Walker Blends. Somit werden auch der kleinste Anteil des Produktionsvolumens wirklich in Single Malts investiert, sondern das allermeiste landet in Blends. Naja, so viel zum Thema. Ich würde sagen, wir probieren unseren Whisky des Monats mal. Ja, in der Nase riecht man schon diese ganz klassischen Speyside-Aromen. Das heißt, wir haben so was schön Fruchtiges, auch vielleicht in so eine bisschen hellere Honignote, ein helles Karamell. Für mich ist auch noch so was Zitrusartiges mit drin, so eine kleine Nussnote, vielleicht so was Mandel, also wirklich schön weich einfach. Ja, am Gaumen, da bestätigt sich auch der erste Eindruck. Auch hier wieder, es ist was Mildes. Gerade auch die 40%, die zeigen sich hier schon einfach, indem er brennt nicht. Er ist auf der anderen Seite auch jetzt nicht so langanhaltend, aber das braucht der Whisky auch gar nicht. Auch hier haben wir so was schön Cremiges im Mund. Wieder die Frucht ist mit dabei. Vielleicht so ein Hauch auch. Ja, auch wieder so ein Hauch von Zitrone. Was ein bisschen Florales, also es ist ein super spannender Whisky, gerade auch, wenn man vielleicht auch mal wieder Besuch bekommt. Auch mal für den Whisky-Einsteiger ist das ein ganz, ganz tolles Thema. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wünsche allen noch einen ganz, ganz schönen Monat und Slán diváchatá.